Ja, wir wollen noch Luft ablassen, was fährt. Sehr interessant auf jeden Fall. Also, wer möchte mit mir Luft ablassen spielen? Wir spielen lediglich eine einzige Taktik, und zwar, ich gebe euch die Kohle und ihr baut den Sniper, oder ihr gebt mir die Kohle, ist mir völlig egal. Hauptsache, wir haben ihn gebaut und fertig. Dann können wir da auf jeden Fall mal die Mission machen. Warum Mike? Er ist Level 143, das heißt, er müsste auch das komplette Wissen haben. Ich gebe ihm mal das Geld. Und dann schauen wir mal. Oder er gibt mir das Geld. Ist mir eigentlich ziemlich stolz. Ich meine, ah, man kann gar kein Geld spenden. Ah, das ist ja auch gut. Ich hasse Koop! Gott, ist das ein Scheißmodus! Wenn du 100 Euro für Games hättest, welche würdest du kaufen? Gar keine. Ich kaufe mir derzeit keine Games. Was wir aber machen könnten? Monster Dex! Hast du früher Mr. Moe Fanboy aufgenommen? Habe ich. Meine erste Folge BT5 zum Beispiel war mit Mr. Moe Fanboy. Noch mal schauen. Noch mal schauen. Yes. Guckst du eher YouTube, Fernseher oder eine Streaming-Plattform? Ich guck kein YouTube, kein Fernsehen. Ich guck derzeit nur Netflix und Amazon Prime und halt ab und zu mal Twitch. So viel zu angenehme Stimme. Ne, die muss auch mal sein. Die muss ja ein bisschen belastet werden. Sonst kann man sich ja nicht verbessern. Ah ja. Kevin, also erstmal der Name Kevin, ja. Wie wär's einfach mal, wenn du dir den Duden in die Hand nimmst und erstmal anfängst zu lesen? Am besten von A bis Z alles durchlesen. Lohnt sich denn daher für 5000, würdest du sagen, dass er billiger sein sollte? Ist okay. Die Leute haben eh genug Affengeld. Den Jackie, mich würde es nicht wundern, wenn dem nächsten Held 10.000 kostet. Oder 15.000, 20.000. Würde mich nicht wundern. Weil die Leute haben einfach zu viel Geld. Die können mit dem Geld nichts mehr anfangen. Und Ninja Kiwi braucht mal ein paar Möglichkeiten, dass sich das Geld ausgeht. Ich meine, ich habe 58.000 Gold. Und ihr seht, wie oft ich Continuous benutzt habe. Hi, P2. Was war der beste Loot in meinem ganzen Leben? Zu privat. Was sollst du machen, wenn ich dir 1000 Euro donate? Nichts. Ich würde mich bedanken, wie für jede Spende. Und würde sagen, du solltest das Geld vielleicht doch lieber irgendwie einer örtlichen Einrichtung spenden, die sich vorzugsweise vielleicht um Kinder kümmert. Das finde ich ganz toll. Oder um Tiere. Weil ich kann mit den 1000 Euro. Ich brauch's nicht. Wie alt bist du, wenn man fragen darf? Wenn man fragen darf? Ah ja, darf Frau nicht fragen? SDFHSHJADFASDHJ? Ich habe übrigens einen Kaktus bekommen.
Als Geschenk dafür, dass ich die, oder als Gegenleistung dafür, dass ich die Katze 5 Tage lang bei mir hatte. Ein Kaktus. Der sieht übrigens aus wie ein Penis. Da ragt etwas raus und daneben sind 2 kleinere Kakteen. Alter, wenn das kein Schniedel ist, weiß ich auch nicht. So, Koop Bazar Luft ablassen. Wir müssen übrigens nächstes wahrscheinlich mal wieder einen Bloons Day machen. Ausdrücklichen Bloons Day. Ich weiß gar nicht, ob der Kommando überhaupt aktiv ist. Aber ich habe viel zu viele Folgen. Ah ne, lieber nicht die Wunschliste halbe Welt. Ich habe eh genug Spiele. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Spend mir das Geld. Wenn du brauchst, dann habe ich es auf dem Konto und dann ist super. Dann kann ich mir alles kaufen, was ich haben möchte. Mein Onkel ist Mitarbeiter und wir durften mit rein. Was? Lukas Tierpark? Achso. Tierpark, ja. Er hat mir tatsächlich 1:1 alles nachgebaut. Sehr interessant. Guter Koop-Spieler. Ist doch kacke, dass man sich hier kein Geld gegenseitig spendet. Das ist ja voll nervig. Boah, ist das räudig. Aber ich meine, wir haben 0-2-4 Sniper. Ich glaube, das reicht völlig aus. Katja hat er für Verwähnung. Für einen Deutschkurs oder was? Du Blotmann, du hast mich geplockt. Ich dir jetzt Dislike gebe. Ahahaha, die Vollnoob. Alles klar, hau rein. Ah ja, Bloons Day, ja, tatsächlich. Machen wir eine Story von dem Kaktus. Ja. Nee. Ich würde es gut finden, dass beim nächsten Update einen neuen Modus geben würde. Und du? Wäre auch mal wieder interessant, ja. Wenn sich Ninja Kimo was Neues einfallen lassen würde, außer eine neue Helden. Neue Türme vielleicht, wirklich einen komplett neuen Turm. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Das erinnert mich an meinen schwarzen Daumen. Ah ja. Bei mir ist sogar ein Kaktus mal eingegangen. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber ich habe vorher noch keinen Kaktus. Ich bin gespannt. Kakteen sind auch tolle Geschenke. Brauchen wenig Pflege und müssen nicht aufgegossen werden. Ich hätte mich drüber gefreut. Ja, ich habe mich natürlich auch. Ich freue mich. Natürlich freue ich mich drüber, ja. Das ist meine zweite Pflanze, ja. In meiner Wohnung. Die andere, die Orchidee, um die kümmere ich mich schon seit 1,5 Jahren. Die ist noch nicht eingegangen. Ich muss sagen, hätte ich nicht von mir gedacht. Was hältst du von Elektroautos? Ich hätte gerne ein selbstfahrendes Auto. Da hätte ich Interesse dran. Chims halbes Geld wäre doch eine richtig tolle Idee, wäre super toll. Kann ich mir nichts Schöneres vorstellen als das. Meine Lieblingsjahreszeit ist ja Sommer tatsächlich geworden. Wofür ich natürlich dann wieder sage im Sommer, dass ich Winter lieber finde, aber im Sommer ist einfach nackte Haut ist was Tolles. Kakteen in Geschenkpapier einwickeln, Prank. Und dann rüberwerfen, wa? Oder statt einem Blumenstrauß auf der Hochzeit gibt es einen Kaktus. Der wird einfach hingeworfen in die Menge. Und dann nicht so ein kleiner, der nicht, so ein Kaktus, der dicke, feste Nadeln hat, sondern so einen ganz feinen Kaktus, der Milliarden Nadeln hat und die derart fein sind, dass sie überall hängen bleiben sofort. Ja, das ist gut. Das hätte was. Meine Pflanzen vertrocknen, jetzt sie ertrinken, ja. Ich mache mir manchmal auch. Zwei Pflanzen schon, willst du ein Biotop aufmachen? Ja, ich bin am überlegen, ja. Ich habe mir überlegt, noch eine dritte Pflanze reinzuholen, aber da wird es langsam echt kritisch, ja. Eine dritte Pflanze, uff. Bruder. Wenn du so viele Folgen hast, dann hat doch 2 Folgen, BT6 Folgen. Das könnte man auch machen, aber dann ist es wieder so viel, finde ich. Wir haben ein ganzes Totem bekommen. Ich bin fasziniert. Luftablassen ist einfach ultra ineffizient.